Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel der 56. Bundesliga-Saison. Wir, die TSG, zu Gast beim FC Bayern München, Freitag 20.30 Uhr, live im ZDF und auf Eurosport und außerdem auch noch in rund 210 Ländern rund um den Globus. Begleitet werden wir von 3.500 Fans und damit kommen wir jetzt gleich zum Wichtigen. Hier oben unserem Trainer Julian Nagelsmann und Ihren Fragen. Bitte um Handzeichen und dann starten wir direkt. Fangen wir hier vorne an bei Sky Sport News. Herr Nagelsmann, kurz und knapp gefragt, wie sind die Bayern zu knacken? Also grundsätzlich, wie ich es immer betone, mit mutigem Spiel. Ich glaube, wenn man immer so eine Halb-Halb-Position im Feld einnimmt oder relativ viel neutrale Position im Feld hat, dann wird es sehr, sehr schwer. Du musst schon richtig mutig mit Ball sein, um den Druck, den sie auch nochmal ein bisschen extremer entfalten jetzt als vor Kovac, was die Defensive angeht, dem Stand zu halten, musst du mutig Fußball spielen. Wenn du zu viel Ballbesitzphasen abgibst, dann wird der Druck einfach, das haben wir letzte Nacht im Rückspiel gesehen, wo wir 2-0 geführt haben, und dann der Druck irgendwann so extrem groß, weil wir kaum mehr Ballbesitzphasen hatten, dann wird es schon schwer, weil es einfach von der Einzelspielerqualität dann so gut sind, dass sie jeden Gegner auch knacken können in der Bundesliga. Und genauso ist auch in der Defensive, dass man schon auch mutig verteidigt und versucht, sie unter Druck zu setzen und ihnen nicht zu viel Platz lässt und vermeintlich nur tief steht. Man muss verschiedene Varianten haben, auch mal einen hohen Pressing und auch mal einen tiefen Verteidigen, um das Tor zu sichern. Also wir haben ein paar Varianten. Mal schauen, ob wir alle auf dem Acker kriegen, vielleicht nicht. Aber es geht schon in allererster Linie um Mut. Und Oli Kahn hat mal so einen Spruch gesagt, den jeder kennt, und der trifft da ganz gut drauf zu, auf die Situation am Freitagabend. Gehen wir hier vorne in der ersten Reihe zu Herrn Schächter. Wie sieht es denn personell aus? Wer ist denn fit von den Verletzten? Ja, kann man noch nicht 100% sagen. Flo und Howie haben jetzt wieder trainiert, aber waren natürlich beide über 2 Wochen weg. Da muss dann der Trainer entscheiden, ob es Sinn macht und wie sie auch das heutige Training jetzt verkraftet haben. Oft kommt ja so eine Reaktion bei so Verletzungen erst am nächsten Tag. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen, wie es aussieht. Heute sah es ordentlich aus, gestern auch. Es waren die ersten 2 Einheiten, wie gesagt, nach 2,5 Wochen. Muss man gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Alles andere ist unverändert bei denen, die verletzt sind oder waren. Nee, der wird frühestens vielleicht nächste Woche wieder trainieren können, aber das wissen wir auch noch nicht genau. Gehen wir in die zweite Reihe, zu Herrn Zorn, bitte. Apropos mutig, Sie waren ja auch mutig, als Sie schon vor ein paar Wochen angekündigt haben, dass Sie immer nach dem Maximalen streben. Und das Maximale sei nun mal die Meisterschaft. Glauben Sie denn, dass die Bayern in diesem Jahr angreifbarer sind als in den Jahren davor und dass das auch für die Konkurrenz, es gibt ja nicht nur Hoffenheim in der Bundesliga, die Bayern vielleicht attackieren gilt? Ich weiß nicht, ob sie angreifbarer sind. Das war auch nicht der Grund für die Aussage, sondern ich glaube, dass es immer ratsam ist, für jeden Sportler in den Wettbewerb zu gehen, um ihn zu gewinnen. Es macht wenig Sinn, im olympischen Finale als Sprinter reinzugehen und sagen, ich will heute Fünfter werden, weil dafür gibt es halt nichts. Ja, und dass es sehr, sehr schwierig wird, ist klar, dass man oben mitspielt. Und wir sind, glaube ich, auch nicht der einzige Verein, das sagen Sie ganz richtig, in der Liga, der sich Ziele steckt, auch ambitionierte Ziele steckt. Ich habe ja nicht gesagt in dem Interview, wir werden Meister, sondern wir wollen es gerne probieren. Und wir sind auch sicherlich nicht der einzige Bayernjäger, und es ist auch am Freitag noch keine Titelentscheidung, die fallen wird, sondern ich hoffe, dass es 17 Bayernjäger gibt. Bayern ist nun mal das Maß aller Dinge in dieser Liga, und es wäre schön, wenn alle 17 dahinter so viel Gas geben, um Bayern auch das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich erinnere mich an unglaublich viele Vorwürfe journalistischer Seite, dass die Liga unglaublich unspannend sei und unglaublich langweilig. Und deshalb sollten wir alle, die dahinter sind, alles dafür tun, dass die Journalisten zufriedener werden und die Liga interessant wird. Und deswegen Vollgas geben, um Bayern ein bisschen anzukratzen. Und das nochmal, ich habe nicht gesagt, wir werden garantiert Meister, sondern wir möchten es gerne probieren. Und damit beginnen wir am Freitag mit dem Probieren. So, dann gehen wir mal der Reihe nach. Fangen wir hier vorne an bei Herrn Bauer im grauen Hemd. Kommen, wenn das Mikrofon kommt. Herr Nagelsmann, Ihre Bilanz gegen die Bayern ist ja positiv. 2 Siege, 1 Niederlage, 1 Unentschieden. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie in Ihrem letzten Gastspiel als TSG-Trainer in München den ersten Sieg für Hoffenheim landen könnten? Haben wir nicht in München schon gewonnen? Bitte was? Nee. Schade. Nein.
Wir haben eine positive Bilanz, aber so positiv. Ach stimmt, unentschieden. Ja, da haben wir beide Tore gemacht, sowas. Ja. Genau, mit Steven damals Eigentor. Ja, gegen Frankfurt, wo Nico noch bei Frankfurt war, ist immer sehr, sehr eng. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Da haben wir es noch geschafft, immer zu gewinnen. Jetzt ist die blöde Kombination, dass es ein guter Trainer ist, noch ein bisschen bessere Spieler als bei Frankfurt. Also es wird schwieriger. Nochmal, ich bin schon optimistisch, weil wir es immer gut gemacht haben. Trotzdem, ja, ich habe Bayern mehrfach beobachtet und sie sind einfach unglaublich gut. Ich will jetzt auch das Pokalspiel gegen Drochters in Assel nicht zu hoch hängen. Ich glaube, das kann jeder einigermaßen nachvollziehen, was da wie und warum passiert ist. Ich glaube, der Supercup ist da deutlich aussagekräftiger oder auch das Spiel gegen Manchester United. Sie haben einen sehr guten Plan unter Nico, sind unglaublich aggressiv und schwer zu knacken. Trotzdem werden wir es probieren und ich habe auch ein ganz gutes Gefühl. Ich habe nie die Befürchtung und es liegt auch an der Herangehensweise, dass die Mannschaft irgendwie Angst davor hat oder zu nervös ist oder angespannt ist oder sich das nicht zutraut. Sondern wie gesagt, ich werde hier nie sitzen und sagen, wir fahren nach München und gucken mal aufs Torverhältnis oder schauen, dass wir nicht zu hoch eine Packung kriegen. Natürlich kann es sein, dass man Freitag in München verliert. Da werden wir deswegen auch nicht umkommen. Aber es kann auch sein, dass man Freitag in München gewinnt. Dann werden wir auch noch nicht mit einer Krone rumlaufen. Aber es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, auch wenn Bayern sehr, sehr gut ist. So, dann gehen wir in die zweite Reihe, bitte zur RTL. Rebecca Wilke, machen weit danach weiter mit Herrn Peters und Herrn Bohnenge und dann Herrn Zorn. Gibt es denn Schwächen, die Sie, oder vermeintliche Schwächen bei den Bayern, die Sie ausmachen konnten bei der Beobachtung dieser Spiele? Ja, die gibt es bei jedem Team, bei uns, wie bei allen anderen Bundesligisten und bei Bayern auch. Und wie bei jedem Gegner, sage ich die meiner Mannschaft. Auch wenn sie sehr sympathisch sind, sage ich sie ihnen trotzdem nicht. Machen wir hier vorne weiter bei der Bild. Ihnen auch nicht. Schade. Nee, nochmal zurück zu Ihrer mutigen Aussage. Matthias Sammer hat Sie zum Beispiel auch dafür gelobt. Welche Reaktion haben Sie denn erhalten? Vielleicht auch von Ihrer Mannschaft. Wie hat sie darauf reagiert? Oh, nicht besonders, weil die Aussagen jetzt nicht großartig different zu den anderen beiden Jahren waren, ehrlich gesagt. Muss ich einfach nur vorstellen, was... wenn man darüber schreibt und sich dann zu Hause, ich weiß nicht, wo ihr schreibt, ich sage es einfach am Schreibtisch oder irgendeinem See mit dem Laptop auf dem Schoß, was auch immer. Oder oben im wenn ich da als Journalist sitze und dann lese ich das, es möchte jemand, strebt nach dem Maximalen und versucht es und andererseits überlegt er dann, okay, jetzt wäre ich Julian Nagelsmann, die sind letztes Jahr Dritter geworden, was soll dieser Trainer dann der Mannschaft sagen? Also wenn dann dieses Jahr wären wir Sechster. Dann hätte jeder gesagt, ja, es ist ein ambitioniertes Ziel für Hoffenheim immer noch. Ja, Sechster zu werden ist sicherlich nicht verkehrt in der Eliteklasse im deutschen Fußball. Aber die Spieler würden sagen, ja, ist der nicht ganz knusper. Wir sind letztes Jahr Dritter geworden, jetzt Sechster. Dann wäre die Kurve, wo es hingeht, auf jeden Fall eher eine negative Richtung als letztes Jahr. Es macht gar keinen Sinn. Ja, dann, wenn ich sage, wir möchten es toppen, was wir letztes Jahr gemacht haben, oder in die Regionen kommen, sagen alle, ja, ist schön, macht Spaß, aber trotzdem ist ja immer so, dass, was der Matthias Sammer auch gesagt hat, eine Zielsetzung muss schon realistisch sein, deswegen sage ich, dass wir immer nach dem Maximalen streben, dass das schwierig ist und herausfordernd ist, wissen wir, aber die Spieler haben da nicht großartig anders reagiert, weil ich auch die letzten Jahre gesagt habe, grundsätzlich würde ich gerne Meister werden und dann gibt es halt eine Zielsetzung, die vielleicht ein bisschen realistischer ist und die ist dieses Jahr nicht großartig different zu den anderen, außer dass ich halt mal gesagt habe, dass das Maximale die Meisterschaft ist, aber das habt ihr alle auch schon vor meinen Aussagen gewusst, dass das das Maximale in der Bundesliga ist. Ja, und dann ist ja noch der zweite Platz dazwischen, aber ich sage ganz ehrlich, ob wir Zweiter oder Dritter werden, das ist mir völlig scheißegal. Ja, also ich würde auch einen Dritten nehmen oder einen Zweiten. Das ist, der Frank Briel würde sagen, oh nee, das gibt ein bisschen mehr Geld, der Zweite als der Dritte. Für einen Trainer ist es relativ egal. Von dem her sage ich nach dem Maximalen streben. Und dann gucken wir es am Ende, was dabei rauskommt. Aber die Spieler haben nicht anders reagiert. Gehen wir weiter zu Herrn Bohnenge. Herr Nagelsmann, es ist jetzt einiges auch passiert in den letzten Wochen personell. Wenn man davon spricht, dass Sie Ihre erfolgreichste Saison dann mit Ihrer letzten spielen wollen, was schafft da Zuversicht? An welchen Beispielen können Sie das beschreiben? Ja, wir haben den Kader natürlich ein bisschen breiter aufgestellt und sind in der Breite sicherlich leistungsstabiler geworden. Wir haben ein bisschen mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld dazugehört. Natürlich sind jetzt ein paar Spieler verletzt und die ist quasi wie eine 1-zu-1-Ersetzung. Trotzdem hätten wir, wenn alle da sind, haben wir einfach ein bisschen mehr Torgefahr aus dem zentralen Bereich. Natürlich haben wir auch zwei sehr torgefährliche Spieler abgegeben, aber das haben wir ganz gut kompensiert und wir haben einfach versucht, ja, die Positionen gleichwertiger doppelt zu besetzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass unser Kader dieses Jahr fünf Klassen besser als der, das letztes Jahr war.
Aber es ist ja auch so, dass man jetzt nicht nur mit der Kaderplanung und Kaderentscheidung eine Mannschaft verbessert, sondern irgendwas kann der Trainer auch noch machen. Und wir haben schon versucht, unsere Abläufe zu stabilisieren und sind, glaube ich, in vielen Dingen, wenn es 1:1 der gleiche Kader noch wäre, trotzdem besser geworden, weil wir uns einfach stabilisiert haben, auch in Abläufen, gerade was die Defensive angeht. Ich hoffe, dass wir ein bisschen weniger Tore kriegen in dieser Saison, weil wir da gut dran gearbeitet haben und es auch in der Vorbereitung überwiegend gut gemacht haben. Und wir haben nicht so viele Tore gekriegt in den Vorbereitungsspielen. Und von dem her geht es nicht nur immer darum, sich mit neuen Spielern zu verbessern, sondern auch mit den bestehenden, auf die ich sehr viel setze und die mir viel gegeben haben die letzten Jahre, die zu verbessern weiterhin. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut geglückt in der Vorbereitung. Dann bitte nochmal in die zweite Reihe zu Roland Zorn. Sie haben ja in der letzten Saison nicht nur den dritten Platz belegt am Ende, sondern hatten in der Hinrunde durchaus auch ein paar Schwierigkeiten zu überwinden mit der Zusatzbelastung Europa League. Was haben Sie für Lehren daraus gezogen und würden Sie jetzt sagen, mit dem Blick zurück auf die vorige Saison, dass Sie selber, obwohl Sie sich ja selber kaum toppen können, auch noch ein besserer Trainer geworden sind? Ja, natürlich, der Erfahrung kann man nicht kaufen und die muss man erleben. Und von dem her entwickelt man sich immer weiter, wenn man Erfahrungen im Leben macht. Das ist als Trainer wie als Nicht-Trainer-Mensch genauso. Man macht Erfahrungen und die bringen einen immer weiter und so ist es bei mir auch. Natürlich hat mich die Euroleague-Erfahrung in diversen Bereichen auch weitergebracht. Ja, die Belastung war letztes Jahr nicht wirklich das Problem, das habe ich schon oft gesagt, sondern wir hatten einfach in der Hochphase 11 Verletzte. Das ist ein Schlüssel gewesen, dass wir den Kader ein bisschen größer machen, um auch einer verletzten Serie mal entgegenzuwirken. 11 Verletzte waren es in der Hochphase, wo wir mal 4-5 Spiele hatten in 1,5 Monaten und das ist einfach zu viel für einen Verein wie Hoffenheim, um das zu kompensieren. Das kann, ja, wie ich schon oft sage, vielleicht einer der Top 3 in Europa dann kompensieren, wenn du so viel Verletzte hast, immer noch die Qualität auf den Platz zu kriegen. Das war dann irgendwann nicht mehr möglich. Und die Spiele liefen einfach aufgrund, habe ich auch schon ganz oft gesagt, der Torschuss und so weiter, nicht so, wie es gewollt war. An der Belastung hat es wenig zu tun gehabt. Und dann war insgesamt das Konstrukt aufgrund von vielen Verletzten, vielen Wechseln nicht stabil genug. Und dann mussten wir aufgrund der vielen Verletzten zu viel tauschen, die ersten 11. Und dann ist auch von der Psyche so, wenn du mal ein schlechtes Spiel gemacht hast als Spieler, warst du im nächsten gleich wieder draußen. Das hatte nicht immer was mit der Leistung zu tun, sondern oft mit der verletzten Situation oder dann einfach der aufgrund von weniger Spielern versuchen, trotzdem die Belastung dann mehr zu steuern, als wenn du 22 Fitte hast. Die Spieler münzen das aber natürlich sehr viel auf ihre Leistung, sagen, ich habe schlecht gespielt gegen Augsburg, deswegen spiele ich jetzt gegen Braga nicht, als jetzt irgendein Beispiel. Und das Konstrukt war einfach nicht stabil genug. Und deswegen hatten wir eine schwierige Phase, wo die Ergebnisse einfach nicht so gestimmt haben. Die Spielweise war trotzdem absolut in Ordnung. Aber eine große Lehre ist, dass wir mehr Spieler brauchen, die gesund bleiben und Belastungsresistenz schon wichtig ist, weil 11 verletzte Spieler einfach zu viel sind für die TSG. Gut, gehen wir mal hier hinten in der Kamerareihe zu Herrn Quast von Sport 1. Okay. Julian, die Bayern haben Frankfurt 5-0 weggemacht im Ligapokal und haben sich 1-0 durchgewirkt im DFB-Pokal. Welche sind denn die richtigen Bayern? Ja, definitiv die eher im Supercup. Das mit dem Pokal, das habe ich ja schon oft gesagt, das ist auch schwierig für einen Bundesligisten. Für einen Spieler von Trochtersen Assel ist das halt das Spiel des Jahrhunderts und ein Spieler von Bayern eher weniger. Ja, und der möchte sich natürlich da nicht verletzen und da dann immer vollends an die Grenzen zu gehen, dann ist halt so, wenn du ein frühes Tor machst, so wie wir es gemacht haben gegen Kaiserslautern, dann flutscht es einfach mal leichter. Aber Bayern war jetzt nicht die einzige Mannschaft im Pokal, die spät ein Tor gemacht hat oder Probleme hatte. Das ist einfach so in diesem Wettbewerb. Es ist einfach, glaube ich, auch bei München nicht so ganz einfach, nach Trochtersen-Assel zu fahren und da zu spielen. Ja, Punkt, deswegen brauchen wir das nicht großartig bewerten, sind weitergekommen. Und wie der Nico richtig gesagt hat, am Ende ist das, was zählt, dass du in der zweiten Runde bist. Alles andere interessiert keinen Menschen mehr danach. Und im Supercup haben sie es sehr gut gemacht. Da waren viele Dinge, die gut waren, die sicherlich auch eher die Bayern widerspiegeln als gegen Trochtersen Assel. Gehen wir das Mikrofon gerade eine Position weiter. Herr Richter vom SWR. Gibt es Spieler, und wenn ja, welche, die Sie in der Vorbereitung positiv überrascht haben, die man gemeinhin als Entdeckung oder Gewinner der Vorbereitung bezeichnen kann? Ja, ich finde, die Mannschaft hat es gut gemacht. Ich will da keine Einzelnen hervorheben. Ich weiß, das ist immer ein Faible für Journalisten, dass man das macht, dass ihr ein paar personalisierte Stories habt, aber
Die Mannschaft hat es gut gemacht, kann man die Mannschaft hervorheben. Ist jetzt kein, es ist auf jeden Fall kein Verlierer der Vorbereitung dabei. Das ist schon mal schön. Es haben alle Spiele ordentlich gelöst. Gut, dann gehen wir nochmal hier vorne bitte in die Reihe. Hier vorne Herr Schächter. Herr Nagelsmann, Sie verstehen sich auch als Entwickler und haben in der Diskussion mit der Belastung in der Europa League auch gesagt, dass Sie an Ideen tüfteln, wie man die Spieler auch in diesen Hochbelastungsphasen weiterentwickeln kann, ohne das Training vielleicht. Sind Sie da weitergekommen auf dem Gebiet? Ja, schon mit Training, aber mit einer anderen Art. Wir haben ja letztes Jahr, also die Video-Wall, die wir haben, war ein großer Wunsch von Trainer Julian Nagelsmann, die kam leider erst, als wir schon ausgeschieden sind aus der Euroleague. Das war ein bisschen ein Problem, die war in meinem Kopf da fest eingeplant. Um einfach, große Krux ist an den internationalen Spielen, du fliegst jetzt um es vom letzten Jahr zu nehmen, wir fliegen von Ludogorets nach Hause, schauen dann im Flieger, Herr Glück und ich im Flieger. Herr Glück, das gefällt mir gut übrigens. Das macht dich ein bisschen erwachsener, muss ich sagen, als Benji, oder? Herr Glück, sehr gut. Der Herr Glück und ich schauen Video an und du musst dann das im Flieger vorbereiten und dann ist die Mannschaft wieder im Besprechungsraum und der Übertrag von einer Taktiktafel oder Videobild auf den Platz macht es einfach sehr kompliziert. Und die Videowall gibt dir einfach die Option, den Übertrag in sehr kurzen Wegen zu machen, das zu sehen und gleich zu spüren, auch wenn die Belastung nicht dabei sein muss. Also du kannst es viel im Gehen machen oder im lockeren Trab auch als Auslaufen nutzen, aber trotzdem den Gegner vorbereiten. Und so ist es halt häufig so gewesen, du machst im Besprechungsraum den Plan und der hat unseren Spielern immer viel und gut geholfen und ist auch ein Schlüssel, warum wir erfolgreich sind, dass wir immer oder dass die Spieler immer auch eine Idee vom Trainer vorgekriegt kriegen, neben ihrem Instinkt, den sie immer auf den Platz bringen dürfen. Und da versuchen wir einfach das mit der Videowall hinzukriegen. Die haben wir jetzt und hoffen, wir haben einen neuen Rasen davor hingelegt, der winterresistent ist und so weiter, dann haben wir gute Optionen, das auch so zu machen, wie wir es wollen. Und dazu gibt es dann noch viele andere Methoden mit Videos aufs Handy schicken, die Sie anschauen können, mit mentalen Training und so weiter und so fort. Aber das ist alles sehr untergeordnet. Die Videowall ist schon der hauptausschlaggebende Punkt, den ich brauche, um in internationalen Hochbelastungswochen trotzdem taktisch den Spielern meine Idee von dem nächsten Gegner mitzugeben. Machen wir hier weiter bei Herrn Bohnengel und gehen dann zu Roland Zorn nochmal. Ja, Entwickler ist ein gutes Stichwort. Gestern gab es ja eine Sitzung in Frankfurt mit Vertretern der DFL, DFB und der Liga. Joachim Löw hat seine Analyse vorgestellt. Jetzt ist auch gestern bekannt geworden, Trainerausbildung war ein großes Thema, genauso wie Spielerausbildung. Da sieht man offenbar Defizite beim DFB. Man möchte die Liga mit ins Boot holen. Was haben Sie von den allen mitbekommen und haben Sie dazu eine Meinung? Ich habe gar nichts mitbekommen und habe deswegen auch keine Meinung. Ja, klare Antwort. Gehen wir weiter zu Herrn Zorn. Aber hierzu könnten Sie jetzt vielleicht eine Meinung haben. Sie haben ja selber sehr früh schon, ich glaube im Juni, verkündet, dass Sie ab 2019 zu RB Leipzig gehen. Jetzt geht es tatsächlich in die letzte Bundesliga-Saison mit der TSG. Mit welchen Gefühlen und Vorsätzen gehen Sie denn in diese letzte Spielzeit mit Ihrem bisherigen Verein? Ja, mit dem gleichen Gefühl wie letztes Jahr auch. Wurde in Kaiserslautern auch gefragt, wie fühlt sich die Abschiedstournee an? Für mich ist es keine Abschiedstournee, das ist auch noch ewig hin und auch nicht mein Thema jetzt, sondern mein Thema ist die TSG und da bin ich mit vollem Herzen dabei. Ich glaube, jeder, der im Trainingslager auch nur 5 Minuten mich gesehen hat oder hier mich sieht, weiß, dass ich brenne für diese Aufgabe. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl, ich freue mich drauf, ich fühle mich unglaublich wohl. Ich mag meine Mannschaft unglaublich gern, arbeite total gern mit ihnen, sitze auch mal gern nur beim Essen und rede ein bisschen Blödsinn. Also ich fühle mich einfach sehr wohl, auch in dieser Gruppe sehr wohl. Und das Arbeiten macht sehr viel Freude und deswegen ist der Faktor Freude ganz weit vorne und alles, was in der Zukunft kommt, habe ich keine großen Gedanken, die ich daran verschwenden muss. Dann bitte nochmal hier ganz außen auf das Kamerapodium zum Rhein-Neckar-Fernsehen. Julian, wenn wir mal davon ausgehen, dass alle 18 Mannschaften in der Bundesliga versuchen werden, das Maximale aus ihren Möglichkeiten rauszuholen, welchen Teams trauen Sie am ehesten zu, Stand heute, im oberen Drittel der Liga mitzuspielen? Puh. Wäre gut, wenn wir die Frage nochmal nach dem dritten, vierten Spieltag abhandeln können. Ich muss auch... Ich bin kein großer Freund von so plakativen Umfragen. Ich habe manche Mannschaften mal eine Viertelstunde gesehen in der Vorbereitung. Jetzt gegen die wir zu Beginn spielen natürlich mehr und intensiver. Und da kann ich es auch richtig einschätzen. Ich
weiß, dass Dortmund einen Witzel geholt hat und so weiter und so fort, aber ich muss sehen, wie das Konstrukt ist und dann kann ich das auch richtig einschätzen. Ich finde es auch relativ wurscht, wenn ich oben sehe, aber ich will mir schon eine Meinung bilden, die auch ein bisschen auf irgendwas basiert und nicht nur auf irgendeinem Clubnamen oder auf irgendwas, und ich muss schon ein bisschen sehen, was hat der Trainer, vielleicht auch ein neuer Trainer, für eine Idee, wie passt mit der Mannschaft zusammen, und dann kann ich realistisch sagen, die schätze ich unter die ersten vier oder unter die letzteren vier. Gehen wir nochmal hinten in die Reihe zu Herrn Quast. Ich möchte nochmal anknüpfen, was Herr Alex Bohnengel eben gesagt hat. Auch wenn du da nichts mitbekommen hast gestern, kann ich hier gerne helfen. Das war so ein bisschen ein Hilferuf, auch von Herrn Rauball, der sagt, wenn man auf die Jugend guckt, die danach kommt, und das ist ja so ein Steckenpferd von dir, da sieht es nicht gut aus. U19, U17, U15, da muss man Angst haben, dass man den Anschluss verliert. Und das ist auch eine Frage der NLZ bundesligaweit. Siehst du da irgendwo eine Schwäche? Siehst du da Probleme, dass immer mit den gleichen Kriterien gearbeitet wird, dass die Vereine alle gleich ausbilden? Da war zum Beispiel auch Stichwort, dass die Individualisten, die anders ein bisschen sind, direkt gecasht werden und alles nur in einem Stream drin ist und keine Möglichkeiten mehr da sind, sich zu entfalten. Wie siehst du das? Das war ein Hilferuf gestern von Herrn Rauber. Also erstmal war die Frage fast zu lang wie meine Antworten. Stark. Gefällt mir sehr gut. Das ist ein unglaublich weites Feld. A, müsste ich wissen, was der Herr Rauball meinte oder woran er die Schwächen sieht der Teams. Das kann ich schwer bewerten. Ich habe auch meine Meinung dazu. Ich sehe kein Riesenproblem, was wir im Nachwuchs haben. Wir haben manchmal ein bisschen körperliche Nachteile gegenüber anderen Teams. Das ist ein Thema. Aber es ist ein sehr großes Feld, das habe ich schon ganz oft betont. Es geht los im Schulsystem, ja, dass es einfach unglaublich einheitlich ist, unser Schulsystem. Und auch da, das schon losgeht, die Vereinheitlichung. Jeder muss das Gleiche machen, unabhängig von seinen Stärken. Ja. Das wird auch übertragen im Verein teilweise. Es geht los in den Ausbildungsmaßnahmen. Nochmal, das ist alles meine Meinung. Ich habe nicht die Weise mit Löffeln gefressen, sondern das ist meine Idee. Vielleicht stimmt es auch nicht, dann darf jeder gern sich dazu äußern. Es geht los im F-Jugend-, E-Jugend-Bereich, wenn man da 7-7 spielt, ist es in meinen Augen, und ich schaue viel so kleine Menschen beim Fußballspielen zu, weil mir das Freude macht, dann hat das in den meisten Fällen wenig Sinn, weil einzelne Spieler einfach in dieser Spielzeit mit der hohen Anzahl von Spielern auch auf dieser Fläche viel zu wenig Ballaktionen haben. Ja, wir machen das Ganze im 3-3 Mini-Fußball auf 4 Tore, also 2 jedes Team. Dann hast du immer schon einen gruppentaktischen Ablauf und jeder kann ja ein bisschen Mathematik, ich wahrscheinlich mit am schlechtesten hier drin, aber das kriege ich auch. Und wenn nur 6 Spieler auf dem Feld sind anstatt 14, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder einzelne mehr Ballkontaktzeiten hat als bei 14, bei 6 deutlich höher, und das bringt dir dann auch in deiner Ausbildung mehr. Das ist ein Grund. Dann der nächste Grund ist das sehr frühe Hochschieben von Nachwuchsspielern, was ich letzte Woche schon mal betont habe. Wenn man immer der Beste ist in seinem Jahrgang, kommt immer sofort in den nächsten Jahrgang, sprich, das ist eher diese psychologische Seite. Du bist dann als junger 16-Jähriger in U19 und musst dann die Bälle tragen, obwohl du eigentlich vielleicht das Top-Talent bist. Du wirst dich nie so entfalten als Führungsspieler. Natürlich ist nicht jeder der Top-Spieler, der hochgeschoben wird, auch ein automatischer Führungsspieler. Aber oft ist es so, dass irgendein Leader aus einer U17, der hervorsticht, in die U19 geht und dann aber kein Leader mehr ist. Sprich, er verliert nach 3-4 Wochen Leader sein, sofort sein Leader gehen, weil er dann sich unterordnen muss bei den Älteren. Ob der besser ist oder nicht, er kriegt trotzdem erstmal auf die Fresse in der Kabine. Also jetzt nicht direkt, sondern im übertragenen Sinne. Ja, der wird nicht verprügelt, sondern im übertragenen Sinne. Das ist ein Problem. Dann ist natürlich auch der Fußball hat einen total wichtigen Aspekt der Integration, das sage ich oft. Durch Sport ist eine Integration, fällt da sehr, sehr leicht. Auf der anderen Seite macht es dieses Feld Integration auch unglaublich komplex für Trainer zu arbeiten. Ja, du hast im Profibereich sowieso, aber das kommt ja jetzt im Jugendbereich auch, wenn man die Jugendnationalmannschaften ansieht, unglaublich viele Kulturen. Und da musst du als Trainer, wo du sehr wenig Ausbildung genießt im kulturellen Bereich, alle unter einen Hut kriegen, alle auf ein Ziel hin, alle sollen sich entwickeln. Es ist nicht so einfach. Ja, ein Asiate ist einfach ganz anders wie einer aus Deutschland oder aus Europa. Ja, oder ein Südeuropäer tickt vielleicht anders wie ein Nordeuropäer. Das weiß jeder. Es ist einfach schwierig, verschiedene Kulturen unter einen Hut zu kriegen. Die Aufgabe hast du im Profibereich, aber mit einem riesen Trainerstab. Im Nachwuchs gibt es viele Vereine, wir haben viele hauptamtliche Mitarbeiter, es gibt auch viele Vereine, die haben wenig hauptamtliche Mitarbeiter oder zu wenig. Und dann soll ein Trainer, der in diesem Bereich wenig ausgebildet ist, weiß nicht, 10, 12 verschiedene Nationen in eine Richtung lenken, jeden einzelnen entwickeln, das ist einfach unglaublich schwer, weil
du auf der einen Seite die Integration vorantreibst, die auf der anderen Seite aber einfach auch Schwierigkeiten mit sich bringt, die man wissen muss und die man durch viel Personal und Leute, die sich damit auskennen, gegenwirken kann und oder verbessern kann. Ja? Und das ist ein nächster Grund, was nicht ganz einfach macht. Trotzdem, wie gesagt, es sind alles Meinungen. Ich weiß nicht ganz genau, was der Robert alles meint, was seine Ideen sind oder warum er sagt, wir haben da große Probleme. Aber das sind, glaube ich, vier ganz interessante Ansätze. Ob die jetzt stimmen oder nicht, weiß ich nicht. Das ist halt meine Idee. Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Dann gehen wir bitte mal eine Reihe weiter nach vorne zu Herrn Fürst. Können wir das Mikrofon bitte da nach vorne geben? Danke. Wenn ich mich recht erinnere, war es die letzten beiden Saisons so, dass die Mannschaft selbst Ihnen ein Saisonziel formuliert hat. Gab es es dieses Jahr wieder oder war das nach Ihrer Maximalaussage vorbei? Nee, das gab es dieses Jahr wieder. Waren Sie zufrieden? Ja. Absolut. Gehen wir nochmal zu Frau Wilke. Gehen Sie vielleicht anders in das Bayern-Spiel als die letzten Mal oder die letzten Jahre, jetzt wo ja auch klar ist, dass man die Bayern schlagen kann und auch vielleicht auf seine Klamottenauswahl nicht mehr so achten muss? Ich habe tatsächlich überlegt, was Rotes anzuziehen. nee, also die Klamottenwahl war bei den Spielen mir jetzt auch nicht immer so wichtig, da habe ich nicht wenig drauf geachtet. Ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen freier in meiner Farbwahl, wo jetzt alles geregelt ist, in alle Richtungen geregelt ist. Aber ich bin eigentlich die letzten Jahre auch so in die Spiele gegangen, jetzt auch, dass ich gewinnen wollte. In meinem allerersten Halbjahr habe ich ja nicht mehr gegen Bayern gespielt. Da war es schon rum. Und dann war es eigentlich immer so, dass ich schon probiert habe, dass wir gewinnen. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier vorne, Herr Bohnengel. Ich hätte noch eine, beziehungsweise zwei, und ich hoffe, Sie zucken nicht zusammen beim Stichwort Social Media, denn wir haben unsere Instagram-User gefragt, welche Fragen sie Ihnen gerne stellen würden. Ich glaube, die erste, die passt sogar ganz gut rein. Welchen europäischen Meister, in Klammern Topf 1, hätten Sie gerne in Ihrer Champions-League-Gruppe? Und die zweite, vielleicht können Sie die auch noch mit dem Augenzwinkern beantworten, was ist dein tägliches Kalorienziel auf deiner Apple Watch? Gute Frage ist das. Ja. Also Thema 1, ich nehme es so, wie es kommt, weil ich es nicht beeinflussen kann. Ich habe bei der letzten Auslosung auch ein bisschen zu viel gehofft und da ist man eher enttäuscht. Also einfach nehmen, wie es kommt und dann gucken wir. Apple Watch, die sagt mir eigentlich nur, wenn ich atmen soll, immer beim Spiel, das habe ich schon mal gesagt. Kalorienzähl habe ich eigentlich nie, habe ich den überhaupt, weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken, wie man den aktiviert oder ob ich es vielleicht besser sein lasse. Ich habe insgesamt ein bisschen meine Ernährung umgestellt, vielleicht hilft es dem Instagram-User oder freut es den? Ein bisschen geguckt, dass ich weniger Zucker esse und so weiter. Aber meine Apple Watch sagt mir nur atmen im richtigen Moment. Oder ein Pokalspieler hat es auf einmal gesagt, ich soll mich mit 2 Minuten hinsetzen und Ruhe geben. Ich weiß auch nicht, was er hat. Das ist keine trainerfreundliche Uhr. Gibt es noch Fragen? Ja, hier vorne nochmal zum Bild, bitte. Was sagen Sie eigentlich zum neuen Derby-Star-Ball? Sie treten auch gerne gegen die Kugel. Welche Erfahrungen haben Sie da schon gemacht im Vergleich vielleicht zum Vorgänger? Gefällt mir gut, muss ich ehrlich sagen. Hat natürlich schon ein bisschen andere Flugeigenschaften und ist am Anfang, die erste ein, zwei Wochen, schon ein bisschen Umgewöhnung, aber das ist auch normal. Die Allianz-Bälle waren einfach über Jahre sehr ähnlich immer oder nahezu gleich und man hat das, keinen großen Unterschied gemerkt von einer Saison zur anderen. Derby-Star, die sind schon ein bisschen anders. Ich kannte noch so ein paar Derby-Star-Bälle vom Dorf, die nicht so gut waren. Ja, aber das ist mit den Adidas-Bällen oder anderen Bällen genauso. Auf dem Dorf gibt es eher schlechtere, aber Derby-Star kannte man einfach jetzt länger nicht in der Bundesliga. Jetzt sind sie wieder da. Die waren ja, glaube ich, schon mal da. Der Ball ist sehr gut. Gibt es keinen Nachteil gegenüber den Vorgängerbällen. So, die Kameraleute werden ein bisschen hektisch jetzt langsam. Vielleicht können wir noch ein bisschen Ruhe bewahren bis zum Ende. Gehen wir nochmal hier in die zweite Reihe. Ja, Zinsmeister vom SWR. Herr Nagelsmann, sechs Tore hat es gegeben gegen den ersten FC Kaiserslautern im Pokal, eine ganze Menge. Wie wichtig schätzen Sie diesen Erfolg ein? Konnte Ihre Mannschaft dadurch nochmal zusätzliches Selbstvertrauen tanken? Ja, das Ergebnis ist das eine, das Auftreten ist das andere, wie seriös man sowas angeht. Ich habe schon gesagt, dass ein paar Teams auch Probleme hatten. Ich glaube, wir waren relativ problemfrei in dem Spiel, mal 10 Minuten vielleicht, wo es ein bisschen hektischer wurde. Ich bin
kein großer Freund von den Pokalrunden, erste Runde, weil das kannst dich einfach immer nur blamieren. Wenn du weiterkommst, ja, ist normal. Wenn du nicht weiterkommst, dann blamierst du dich. Das ist total unangenehm. Also ich fahre da sehr ungern hin. Auch letztes Jahr bin ich da sehr, oder auch vorletztes Jahr sehr ungern zum ersten Pokalspiel gefahren. Das ist kein tolles Gefühl und deswegen sage ich, das Ergebnis auf der einen Seite, das ja, habe ich auch vorher verlangt, das muss so sein, dass wir da weiterkommen und dass wir das Ergebnis vielleicht auch in eine gewisse Höhe schrauben, ist gut. Andererseits war das Auftreten, ähnlich wie ich es auch schon nach den Testspielen gesagt habe, diese Attitüde, die die Truppe hat, immer auch an den Testspielen an die Grenze zu gehen. Es gibt ja auch viele Testspiele, ich habe selbst eins angeschaut in der Vorbereitung jetzt, sag nicht von wem, da war in der 57. war Einschlafgefahr von beiden Teams. Und wir waren schon gut auf dem Gaspedal in den Testspielen, auch in dem Spiel. Und das Auftreten ist schon wichtig, auch für die Gruppe, wie seriös sie sowas angehen und wie seriös sie dann auch bis zum Ende durchziehen. Es hat körperliche Aspekte für die darauffolgende Woche, sich auch darauf vorzubereiten. Hat aber einfach auch was mit der Psyche zu tun. Und da war ich schon zufrieden mit dem Auftritt, wie wir mal völlig losgelöst vom Ergebnis, wie wir das Spiel angenommen haben, wie auch alle Testspiele. Gut, ja. Herr Bohnengel gehört die Abschlussfrage. Ja. Eine Frage hätte ich noch, Herr Nagelsmann. Sebastian Rudi ist noch Spieler des FC Bayern München. Es wird momentan viel spekuliert, wo er hingehen könnte. Schalke und Leipzig scheinen die heißen Kandidaten zu sein. Kriegt natürlich dann nochmal einen Zusatzdrive durch die Tatsache, wenn Leipzig im Gespräch ist, dass Sie dann der Folgesaison Trainer sein werden. Ist das ein Thema, das Sie in irgendeiner Form beschäftigt? Gibt es vielleicht sogar, gab es Gespräche mit Sebastian Rudi oder ist das etwas, das Sie komplett ausblenden, vielleicht auch ausblenden müssen? Also wie ich es eingangs der Saison gesagt habe, beschäftige ich mich null mit Kaderplanungen für meine Zukunft. Ich bin hier Trainer und nicht in Leipzig. Deswegen ist es gar kein Thema. Und ich brauche mit niemandem Gespräche führen, der irgendwo hinwechselt jetzt, weil ich bin hier Trainer und ich führe mit den Gesprächen, mit den Spielern Gespräche, die hier hinwechseln wollten oder die hier sind. Und dann habe ich wir Spieler haben am Kader schon ein paar, auch mit Gesprächen genug zu tun. Und wenn ich da noch externe Gespräche führen würde, würde ich nur noch Gespräche führen. Und dann wird meine Logopädin wieder sagen, Junge, pass auf, deine Stimmbänder. Und von dem her brauche ich da keine Gespräche führen. Und die gab es auch nicht. Oder die Apple Watch. Genau. Alles klar, dann vielen Dank. Und wir sehen uns am Freitag in München. Ciao.